Hallöchen Leute, oh mein Gott, ein neues Video von Need to Know Elias ist rausgekommen jetzt. Ich bin mega hyped, wie aus dem Nichts kam es einfach wieder her. Und zwar eine Nacht im verfluchtesten Hotel Japans. Ich bin sehr, sehr hyped. Lass den Hoch da, let's go, rein da. Das war mal eins der beliebtesten Hotels in ganz Japan. Bis 2005 der Besitzer spurlos verschwand. Somit verließen die Gäste und Hotelangestellte ebenso das Hotel. Ist es wirklich so? Einfach, oh, ich geh, ciao. Hä? Abgesehen von einer Person. Man sagt, dass seit 18 Jahren immer noch jemand im Hotel lebt. Direkt gegenüber steht ein aktives Hotel. Hey. Ach, das ist noch aktiv? Und wer zahlt er da noch? Ist ja kostengünstig zu leben, ne? Wenn Strom nicht abgestellt wurde vielleicht, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Gäste, die in dem Hotel verbleiben und nachts aus dem Fenster schauen, berichten, dass sie gelegentlich flackerndes Licht im Erdgeschoss sehen. Kurz darauf sehen sie, wie eine Frau am Fenster steht. Sie trägt ein weißes Kimono und hat keinen Kopf. Abenteurer, die das verlassene Hotel erkundet haben, erzählten, dass sie dort komische Dinge erlebten. Türen, die zuknallen, Schritte oder Flüstern. Aufgrund dessen stieg die Popularität des Hotels immens. Weshalb vor 2 Jahren sich die japanische Polizei entschied, das gesamte Gebäude zu verbarrikadieren. Das ist immer so schade bei Lost Places, ne? Letztens für einen Dreh bin ich auch da rumgelaufen, bei manchen bei mir. Und alles sind zugenagelt und zugeblötet. Ich meine, klar, vor Gefahren zu schützen, nicht, dass da jemand umstürzt, Dächer, die einbrechen können, wenn keine genügend Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, natürlich voll legit, ne? Aber trotzdem ist es halt schade. Ich finde, bei solchen Gebäuden könnte man vielleicht offizielle Genehmigungen verteilen, wer da rein will, der darf rein, unterschreibst du irgendwas, dass du dein Leben alles egal ist und dann zahlst du dein Geld und dann verdient die Stadt auch was dran, dass das Gebäude leer steht. Weil viele Leute wollen halt Lost Places sehen, aber ne? Ich finde es immer extrem schade, weil es gibt so geile Lagerhallen, wo du gerne mal rein willst, wo du nie ein Mensch drin war, seit Jahren nicht, oder die immer verlassen ist. Wäre schon geil irgendwie, ja. Bis heute wird die Frau gesehen und soll das Hotel eins der verfluchtesten Orte in Japan sein. Und ich glaube nicht an Geister. Deswegen werde ich ja, Sam, ich auch nicht. Dieses Hotel eindringen, herausfinden, ob es dort wirklich spukt und wer diese Frau ist, die dort lebt. Geil. Aus Foren weiß man, dass die Frau fast immer im Erdgeschoss gesehen wurde. Das Problem ist, dass man nicht weiß, in welchem Raum genau. Deswegen recherchierte ich und stieß auf Mitch. Good morning. Mitch hat einen YouTube-Kanal und erkundet als Hobby verlassene Orte. Er hat nie an Geister geglaubt und erklärt jedes Geistergeschehenes mit Logik und Wissenschaft. Bis er vor 2 Jahren in das Hotel ging. Seitdem glaubt er zu 100% an Geister und erlebte das. And then there was like someone speaking and like Japanese wooden sandals like following us. Und vor einem bestimmten Hotelzimmer, welches sich im Erdgeschoss befand, erlebte er das. One room had a door that fucking opened in front of us. Like literally opened. Just fucking bang. Ich glaubte aber immer noch nicht, dass es dort spukt. Ja, vielleicht was da der Wind einfach, ne? Ich meine, wenn ich bei mir in meiner Wohnung mal ein Fenster aufmache und meine Zimmertür ist offen, dann gibt es auch mal einen Rums, eine Tür zugeknallt durch den Wind halt. Deswegen war Mitch bereit, 9,5 Stunden anzureisen, um es mir zu zeigen. Also ging ich zum Ort, wo ich mich mit Mitch verabredet habe. Wahrscheinlich dann für Mitch 9,5 Stunden, wenn er in Deutschland durchgefahren wäre, hätte er wahrscheinlich 3 Tage dafür gebraucht, für dieselbe Strecke im deutschen System. Hello guys! Mitch. Elias, hi Elias. Benny. Benny, hi Benny, how are you? Das ist Mitch. Der hat einen festen Job, eine Frau und Kinder und erkundet gerne verlassene Orte. Hat nie an Geister geglaubt, aber jetzt schon. Das ist Benny. Alter, er ist 35, ne? Frau und Kinder und ich bin auch fast so alt. Fast, noch nicht, ich hab noch Zeit. Ah, kein Druck, Leute. Ich find's nur so spannend, so zu sehen, was Leute so im ähnlichen Alter von mir so gemacht haben, machen. So, wisst ihr, das ist halt, finde ich auch spannend. So, logisch. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wer das ist. Er wurde einfach mitgebracht. Sieht aber aus wie ein lustiger Kerl und trinkt Bier um 14 Uhr. Anscheinend ist er Mitch Partner und sie erkunden die verlassenen Orte immer zu zweit. Er war auch dabei, als Mitch die Geisterereignisse im Hotel erlebte. What's up? Open this and that cupboard door open and then shut. Really? Yes. Ja, ich gehe, also, als ich da diese Lost Place Tour gemacht habe, habe ich auch jemanden dabei gehabt, weil alleine will ich auch nicht irgendwo rein. Weil wenn was passiert, ne, weiß halt nie.
Und ja, und so krasse Locations. Also, wir haben zwei Orte gesucht und einen haben wir gefunden, der mehr gut ist. Dann für Roommates dann. Könnt ihr euch drauf freuen, dauert aber noch. Haben wir einen Ort gefunden und da wird dann noch gedreht demnächst. Und ja, geil. Die bringen uns jetzt zum verlassenen Hotel, weil die kennen sich sehr gut aus mit verlassenen Orten. You're already drinking the beer for the ghost. Prost. Prost. Oh, wir besorgen uns ein Auto und machen uns auf den Weg nach Kinugawa, wo sich das Hotel befindet. Im Auto erzählten sie mir von den merkwürdigen Ereignissen, die sie im Hotel sahen. There was some freaky stuff that happened in there, though, like the doors slamming and shit like that. Interesting. I find the stuff kind of hard to believe, so I want to see with my own eyes. If yeah, you're lucky. The same. I'm a skeptic. But you're a skeptic? Yeah. I always try to put it down to science first. If there's a window open in a room and a door slams, like the first thing I'm going to say is that's the wind. Yeah. Like that's not closed. Yeah, when it gets to the point where it's like. Ja, ich gesagt habe, ja, der Wind einfach. Like, there's nothing else that it could be. At that point, I'm like, okay, maybe 50-50. Like, there's either something I don't know about or understand, or it might be. Die beiden gehen so objektiv an die Sachen heran, dass es wirklich schwer ist, ihnen nicht zu glauben. Sie sind keine verrückten Geisterjäger, die popularisieren möchten. Es sind ganz normale Familienväter, die gerne verlassene Orte erkunden und an einem was Komisches gesehen. Ja, ganz normale Familienväter, die das machen halt, ne? Welche Familienvater man. Nennt mir einen Familienvater, der nicht irgendwelche Orte besucht. Sehen haben. And at the hotel, just a door slammed open and closed, right? In our, like in our video, it's sort of like opened in Benny's face, right? When I first went in that room, like generally, like if you open a door and there's air pressure in there, a cupboard door might open because of the air pressure inside. Yeah. But this door, when I opened it, it actually opened. And as I walked in, it slammed shut again. Das ist aber nicht das Einzige, was ihm widerfahren ist. And another door that slammed when we walked through the. Ich finde es so geil, wie nebenbei immer so Effekte eingeblendet werden. Hier zum Beispiel könnt ihr es nicht sehen, weil wenn ich unten bin, dann verdecke ich einen Untertitel. Aber diese Sachen, wo du immer in den Augen immer was zu gucken hast, ne? Oben die Notizen, dann hier und dann kannst du da zuhören und sowas. Ich finde, ich, also wie gesagt, schnitttechnisch ist Nintendo ganz oben. Finde ich sehr stark. Staff area into the main hall, I guess you'd say. Und als sie sich die Aufnahmen zu Hause ansahen, hörten sie, wie jemand in Flipflops hinter Benny herlief und japanische Wörter flüsterte. And then I caught a voice too, which I couldn't work out. Something Japanese. Um ehrlich zu sein, hat er gerade Nihao gesagt? Nihao. Nachgestellte Szene, ja. Glaube ich den beiden nicht. Aber sie würden doch nicht 10 Stunden hierher reisen, wenn da nichts hintersteckt. Die Geräusche könnten möglicherweise was anderes gewesen sein. Aber eine Tür, die sich direkt vor Benny öffnete und Wind. Wieder zuging, kann ich mir nicht erklären. Wind? Hä? Oder halt Wind? Möglicherweise können die beiden sich noch erinnern, wo dieser Raum war. Und dann werde ich erfahren, ob da wirklich was dran ist oder ob sie mich nur anlügen. Warum sollten die lügen? Um alle Geisterereignisse festzuhalten, gingen wir Gadgets kaufen. Habe eine Polaroid-Kamera gekauft, um den Raum zu fotografieren. Vielleicht sieht man ja was auf den Bildern. Und dann, wenn wir irgendwie so detect. Also, Phasmophobia-mäßig noch. Brauchen noch so einen Dot-Scanner noch. Dann brauchen sie noch Salz. Was gibt's noch alles? Das EMP-Gerät, ja, nicht EMP. Dieses halt Gerät, wo sie tracken können, halt, ne? Ob Geister-Simulationen da sind und sowas. Mach mir ein Bild vom Geist. Es wird eh keine Geister geben, aber trotzdem einfach für Gimmick. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Geisterstuff geholt. Eine Kamera, um sie zu fotografieren. Dann noch Kopflichter. Werde ich eh wahrscheinlich nach dem Video in den Müll werfen, weil es keine Geister geben wird. Aber naja. Benny hat nur das Nötigste gekauft. Bier. Nahm, bevor wir weiterfuhren, noch eine Zigarettenpause. No smoking. Wir werden so drauf gehen mit denen. Und setzen unsere Reise nach Kinugawa fort. Währenddessen begann sie mir eine Story über einen Geist namens Mike zu erzählen. He's a ghost that we talk to on a spirit box. Eine Spirit Box ist ein Gerät mit welchem. Hey, vor allem die kommen aus Japan, aber sprechen so richtig mit englischem Akzent Englisch. Man mit Geistern kommunizieren kann.
there's an app called The Portal. It's not like your normal spirit box. The Portal has a series of... Ah, genau, genau. Was wir auch mal mit denen reden konnten, den Geistern. Ist jemand da? Wer ist da? Hallo? Wer ist da? Wo bist du? Wo bist du? Immer so reingeredet. Geil, ja, stimmt. Random sounds that comes out in an echo form. And if you can get it right, it'll come up with clear, concise... speech. It's more like a series of like individual words put together into a sentence. Die Portal-App funktioniert so. Sie besitzt über eine riesige Sammlung an Wörtern. Der Geist kann dann über elektrische Magnetfelder bestimmte Wörter auswählen und damit einen Satz bilden. Sie erzählten mir, dass sie in einem verlassenen Krankenhaus waren, in dem verletzte Soldaten aus dem Vietnamkrieg hingebracht wurden. And we were up there looking around, messing around with the spirit box one. And we started talking to this guy that said his name was Mike. And he was talking about Vietnam and being injured and all kinds of crazy shit. Sie ging also zu diesem Vietnam-Krankenhaus und die Geisterbox bzw. der Geist Mike erzählte ihnen tatsächlich Dinge über den Vietnamkrieg. Ja, okay, aber wenn diese Geisterbox-Portal-App da aufs GPS zugreifen kann, um einen Empfang hat, also wenn, dann müsste ich dann Flugmodus einstellen, dann würde ich dem Ganzen glauben. Weil sonst glaube ich, dass die App da auch selbst so ihre Tricksereien hat, vielleicht. Just it makes sense, like the answers it gave made sense to what you asked. So it wasn't just random stuff each time you got there. Okay. Entweder hatten die beiden die größte Geisterbegegnung überhaupt, oder... sie lügen. Das Ding ist eigentlich, frag ich mich, warum die lügen würden. Die haben ja gesagt, eine Tür ist aufgegangen und die haben Geräusche gehört. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, aber dann frage ich mich gleichzeitig, was bringt es denen darüber zu lügen, ne? Ich meine, das sind zwei erwachsene Männer, die haben sich doch wohl nicht beide die ganzen Geisterereignisse eingebildet. Und außerdem sind die beiden ja nicht die einzigen, die sagen, dass es dort spukt. Also fuhren wir weiter in die Nacht hinein. Einmal in meinem Leben gehe ich auch mal nach Japan. Irgendwann gehe ich da mal hin, safe. Und dann drehte Benny durch. Entweder er wurde besessen oder... vielleicht ein bisschen zu viel Bier auch getrunken dann. Ich glaube, das lag am Alkohol. Ja. You know the lyrics? Yeah, it's really famous also. Okay. Letztendlich kamen wir bei unserer Unterkunft an, welche sich in direkter Nähe zum Hotel befand. Das ist Kinugawa, die Geisterstadt. Ey, Alter, hier, Mann im Mond, Dings, ne? Songs der Bohne, Intro, diese Song, Musik, ne? Ja. No. Wir mussten unsere Temperatur mit diesem Ding messen und Mitch checkte für uns ein. Ging hinein und Benny stellte erstmal seine drei Leben. Ah, Temperaturmesser gibt's ja auch noch, stimmt, den nimmst du auch mit bei der Geisterjagd generell. Ich meine, hier ging es wahrscheinlich um Corona, um Fieber und sowas, aber ich meine generell so auch. Deren Bierdosen auf. Im Hotel machte ich schon die erste Geistererfahrung. Why is that? Der Wasserhahn lief. First ghost encounter. Haben uns dann über Fake-Geistervideos lustig gemacht. Und fuhren zum Hotel, um es auszuchecken. That's the one that the guy stayed in. Ah, that's how it goes. Das ist das Hotel, welches direkt gegenüber liegt. Wenn man von dort aus dem Fenster zum verlassenen Hotel schaut, sieht man gelegentlich eine Frau. Sie wurde immer im Erdgeschoss gesehen. Und hier habe es laut Mitch gespukt. Dort werden wir hineingehen. Oh, die Maus neu, dann. Where did you oh, get no, it? They boarded it up, look. Yeah. That was it there. They blocked the entrance. Entry has all been blocked off. Fuck. So sind Mitch und Benny vor einem Jahr hineingegangen. Da in den letzten Monaten aber immer mehr Leute verhaftet wurden, die versuchten, ins Gebäude einzudringen, entschloss sich die Polizei, das Hotel komplett zu barrikadieren. Ja, das ist ja genau das, ja. Wie gesagt, ich find's schade.
Die könnten da auch genauso gut hier Führungen durchmachen lassen oder sowas. Keine Ahnung. Seitdem konnte niemand mehr den Ort erkunden und die Frau wurde in Ruhe gelassen. Und wenn das abgeriegelt... Am Ende ist die Frau wirklich noch da. Und die ist kein Geist, sondern ein normaler Bewohner, der da geblieben ist oder so. Und kommt jetzt nicht mehr raus. Kann nicht mehr einkaufen gehen. Wenn das Gebäude nicht schon genug wäre, gibt es noch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei fährt ab und zu am Gebäude vorbei, um zu überprüfen, ob niemand versucht einzudringen. Die Hotelangestellten von gegenüber wurden angewiesen, die Polizei zu rufen, sobald sie etwas Verdächtiges sehen. Und die Einwohner dieser Kleinstadt haben ähnliche Anweisungen bekommen. Laufen oder fahren sie im Hotel vorbei und sehen verdächtiges Verhalten, rufen sie die Polizei. Genauso wie die Anzeigenhauptmeister, der Anzeigen verteilt, so sind hier in die Leute, die angestarrt. Ja, gleich wird er mit dem Fahrrad hier durch. Das wird keine leichte Aufgabe. Deswegen brauchen wir einen neuen Weg hinein. I reckon maybe from the river. Direkt neben dem Hotel fließt ein Fluss. Vielleicht ist es möglich, an ihm entlang zu gehen und auf diese Weise zum Hotel zu gelangen. Also ging Benny hin, um sich den Fluss genauer anzusehen. Es ist aber vom Fluss aus zum Hotel viel zu steil, also suchten wir nach einem anderen Weg und fanden einen. Wir wollten versuchen, durch ein zugewachsenes Gebüsch zum Hotel zu kommen. Das Problem war, dass wir gar nichts sehen konnten. Die Soundeffekte auch, ne? Pokémon damals, dieses wenn man irgendwo reinläuft, dieses Truh-Truh. Unsere Taschenlampen nicht einschalten, weil uns das Hotel gegenüber sehen würde. Das Ding ist, wir dürfen keine Lichter machen, weil sonst die Polizei gerufen wird von den Hotel. Guck am besten nach vorne, Bro. Wir versuchten so weit wie möglich zu gehen, aber an einem Punkt konnten wir einfach nicht mehr weiter. Viel zu gefährlich mit dem riesigen Abgrund und der Tatsache, dass wir nichts sehen. Mhm. Dementsprechend suchten wir weiter und fanden eine abgesperrte Feuertreppe. Yeah, we should be able to get through that. Step sure. Over the side, over that guy. Do you reckon those doors are... There'll be somewhere. Yeah. Wir könnten über die Absperrung klettern zur Feuertreppe und hoffen, dass einer der vielen Fluchttüren geöffnet ist. Das Problem dabei ist, dass wir mitten auf der Straße halten müssen und gesehen werden können. Dann gab es die Lösung, das Auto weiter wegzuparken und zu Fuß zur Feuertreppe zu gehen. Yeah. Maybe our best bet would be. Your best bet's probably jumping through over there. If I just pulled up here and you guys just fucking get out, and then I go and park the car, walk back, and just by myself. And then I jump and we just link up. Or if you two go in and jump and me and Mitchell go and then come back. Yes. What do you want to do is get over that fence and just downstairs enough so no one on the street can see. Yeah. Der Plan ist folgender. Wäre es nicht geiler, wenn nicht nur Need to Know und sein Kumpane da alleine rübergehen, sondern wenn einer von denen mitgeht, der schon mal da war? Wäre es schlauer gewesen, wenn der Biertrinker und einer und ein Elias da rüberspringen und dann die anderen beiden nachkommen oder sowas? Wäre doch viel schlauer, als sich wenigstens einer auskennt. Ja. Mitch hält den Wagen, mein Kumpel und ich springen raus. Das darf nicht länger als 20 Sekunden dauern. Mitch und Benny fahren weiter, parken das Auto und kommen nach. Ich habe gerade gedacht, so her, das ist ein Berliner Kennzeichen auf dem Auto oder was? Weil man hier bei dem Kumpel Auto... Kumpel und ich springen raus, das darf nicht länger... Hier so B... Ach doch, das ist Deutschland, das ist ein deutsches Kennzeichen. Klar, wahrscheinlich ist es runtergeladen worden, irgendwann online, dieses Auto, und nicht selbst nachgebaut, modelliert wahrscheinlich. Prius auch, aber ich dachte jetzt hier wegen Beijing. Ist das nicht auch eine Stadt in Japan? Oder ist es China? Warte. Nee, ich glaube, Beijing war doch... Da war doch auch die... nee, doch China, okay, doch. Das ist die japanische Bezeichnung von Peking. Chinesische Bezeichnung meine ich. Okay, doch, okay, sorry. Ja, ich habe aufgepasst in Geografie auf jeden Fall. Zum Glück gibt's Google. Ja, aber das ist hier Berliner Kennzeichen. Das haben sie da drauf gemacht, weil es einfach als Gag oder weil es beim Auto dabei war. 20 Sekunden dauern. Mitch und Benny fahren weiter, parken das Auto und kommen nach. Sind einkaufen gegangen. Benny hat natürlich nur das Wichtigste geholt. Es gibt einen Bier-Counter einfach. Wieso auch so ein Zigaretten-Counter rein, weil so viele Fluppen, wie er sich angemacht hat. Yo, Mann, ey. Like, really risky getting in and out. So the least amount of times we have to go in and out, the better. I think the later the better. The later the better, yeah. Less fucking cars, less people. Yeah. Early, like
2 o'clock in the morning or something like that. Also fuhren wir wieder ins Motel, um noch ein paar Stunden zu schlafen, bevor wir endgültig aufbrechen. Als wir ankamen, liefen immer noch die Geistervideos. Das war gruselig. 21.30 Uhr und die beiden... Benny hatte schon 6 Dosen Bier getrunken. Oh. We're gonna have to go down there, those steps and hope that one of those doors is open down the stairs. Yeah. Or if we, the steps is not the only option. If we can't do that, then our best option is to go to the Western Village and get into there. Und dann wurde ich nervös. Es kann sein, dass die Polizei alle 5 Fluchttüren von außen abgeriegelt hat. Wenn das der Fall ist und wir nicht reinkommen, war's das mit dem Hotel. So it'll have to be the stairs. Okay, and then hope that something is open. Wenn keine Tür offen ist, ist unsere einzige Alternative, zu einem anderen verlassenen Ort zu fahren. Western Village. Das wäre aber echt nicht ideal. Einer der Fluchttüren muss... Die waren dann auch da, nächstes Video vielleicht. Ist aber auch eine geile Szenerie, ne? So eine Westernstadt, komplett leer. Sieht auch geil aus. Och. Ich will auch solche Lost Places angucken. Oh, für Videos und so wäre es voll geil. So. Ich mag es. Muss offen sein. You told me we have to be careful with our lights too, because if the other hotel sees lights, they will call the police. Yeah. It might be better to go early morning. Da um eine spätere Uhrzeit die meisten Leute schlafen, haben wir uns entschieden, den Plan um 3.30 Uhr umzusetzen. Geringste Chance, dass wir gesehen werden. Also habe ich den Wecker gestellt, Benny trank sein letztes Bier und wir gingen schlafen. Ich wurde um 3.19 Uhr wach und weckte die anderen. Mitch machte sich einen Kaffee, wo ich immer erst schlafen gehe. Und Benny trank sein Bier. Da sind Bier um 3 Uhr, geil. Wir gingen los und die Mission... Also ich rieche da so ein bisschen Alkoholiker raus, ich weiß nicht ganz so, aber ein bisschen Vibes kriege ich. Mission wurde eingeleitet. Sehr gespannt, ob da irgendwas sein wird. Right now it's like 4 o'clock, bro, in the morning. Yeah. We don't really have any reason to be out. We just do our best to look normal. Be low key. Be low key. Be low key, yeah. I'm gonna check the police station just to see if they're out or they're in the desk. Yeah, okay. Beide Polizeiwagen standen dort. Das heißt, niemand ist gerade am Patrouillieren. Gutes Zeichen für uns. Auf Sachen, die auch alle achten, ne? Dass sie genau wissen, okay, es gibt nur 2 Autos und sowas, ne? Geil. So geil gemacht. Bevor wir ankamen, hielt Benny noch an einem Nachtkiosk. Um 4 Uhr morgens ist das relativ auffällig, aber scheint wohl was Wichtiges zu sein. Ja. Bier. Wahrscheinlich. Hello. Hallo. You got your stuff? I got the stuff. I got the stuff. I got all the good stuff. Er hat nur 4 Bierdosen gekauft. So klar, wirklich. Okay, you can drive a bit slowly. Yes. Okay. Let's go quick. Oh, so spannend. Okay, schnell. Ja. Ich sehe gar nichts. Okay, wir müssen jetzt super vorsichtig sein, weil wir dürfen kein Licht anmachen. Und die Treppen sind vielleicht nicht safe genug. Wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Schalter, ich bin jetzt nervös. Ja. Wenn Polizei kommt oder so ein Schild. Ich hoffe, man kann genug sehen.
Licht ausmachen. Ey, so ein Handy kann bei im Kinosaal zum Beispiel ist auch ein Handy aber richtig hell, ne? Das kann auffällig sein. Lass, mach aus. Halb fünf. Wembit-Kamera. Scheiße. Ich bin so nervös. Lass mal schon mal eine runterlaufen. Boah, ich hab so Angst, dass diese Treppen einkrachen. Unten ist schon eine Tür, sollen wir mal die Tür gucken? Lass mal die Tür checken. Geil. Da ist eine Schnur. Ja, am Ende ist es aber wieder so, wir kennen ja, dass Nietzsche noch öfter mal seine Videos staged, ne? Und am Ende hat er wirklich eine Genehmigung dort zu drehen, macht es einen auch so auf, oh, wir brechen da ein und sowas. Aber ich glaube, bisher ist es ja authentisch, ja. Da siehst du diese Schnur? Oh, what the fuck? Hier ist safe eine Kamera irgendwo. An der Klinke war eine dünne Schnur befestigt. Ich dachte, dass diese mit einer Alarmanlage verbunden ist. Betätigt man die Klinke, wird der Alarm ausgelöst. Oh. Oha, okay. Aber wir sollten diese Tür nicht aufmachen. Ach, sowas gibt's auch. Oha, krass. Ja gut, ich würde sowieso da nichts aufmachen an der Klinke, weil wenn so ein Kabel dran ist, könnte eine Bombe sein, die man hinplatziert hat, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Weil da eine Schnur ist. Junge, das ist so creepy, das ist einfach eine Schnur. Heißt das, das wird dann alarmiert? Ja, es ist eine Falle, glaube ich. Ich glaube, die Polizei hat das gemacht. Dementsprechend entschieden wir uns, die Tür nicht zu öffnen und auf Benny und Mitch zu warten. Ja, ja, sowieso. Da oben, sie kommen runter. Hello! We made it. There's the door right there, but there's a rope on it. No, we didn't try it. We were scared that it would alarm would go off. Look, there's a rope on it. A string like on the handle. Einfach aufgemacht. Wir betraten das Hotel. Vergesst nicht den Kanal. Und irgendwo jetzt irgendwie so ein Alarmsignal. Wii, 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 wii. Zu abonnieren, falls es euch bisher gefällt. Hab ich schon gemacht. Ja. Okay, good job. Dieser Sound ist auch so befriedigend, dieses Wuh. Das ist so geil. Wuh. Wir kamen an in einem Flur mit ganz vielen Hotelzimmern. Wir sind gerade hier und der Raum, wo die Jungs vor einem Jahr waren, ist irgendwo hier. Wuh. Just sit up and start thinking where we are, because we don't know where we are. Das Hotel ist wie ein Labyrinth, vor allem im Dunkeln. Deswegen ist Orientierung sehr wichtig. Am besten eignet sich als Basis das Dach. Okay. Aber kein Graffiti drin, ne? Obwohl jetzt doch hier ist. Nein, das hab ich gerade gesagt. Weil ich glaube ja bei uns in welchen Lost Places wären wir alles voller Graffiti. Schon geilen Vibe. Wir sind im Erdgeschoss gelandet, um genau zu sein, in der Lobby vom Hotel. Direkt neben uns ist die Hauptstraße. Yo. What's that there? Keine Ahnung, was es ist. Ich werde ein Hund, ein toter Hund. Oh. Ich will nicht dahin. Go. I think they weren't able to see us. It's pretty easy to see inside if they look, but... What's that? It's a deer. It's a deer, yeah. What the fuck? A deer? Nee. Oh, wie gruselig. Einfach so random ausgeschöpft, der Rentier. Ein Elch. Nicht Elch. Ein, wie heißt das Viech? Ihr wisst, was ich meine. Ein Hirsch. What?
Wie gruselig. Wie gruselig. Einfach Backroom-Vibes auch. Oder dieses neue Ding, dieses Rolling Giant-Ding. Where are you going? Oh, is there a path? It's glass. Oh ja. Jetzt gehen wir gerade auf ein Dach. Sind wir draußen? Yeah, I like this spot. On the barbecue. So we'll use this spot if you want to leave any stuff here. Okay, as a base. As a base. Okay, great. Because one of those haunted rooms is right there. Like, the room that we went in first, then the cupboard opened and shut. Um genau zu sein, ist das Hotel nicht ein großes Hotel, sondern drei kleinere nebeneinander. Im ersten Hotel sind wir gerade und im Erdgeschoss vom zweiten Hotel sahen die Jungs die Tür, die aufknallte. Dort muss die Geisterfrau sein. That hotel is definitely more scary. This one's not so bad. This one's fairly modern. That one's like a bit freaky. Also ich fand das Rentier da schon gruselig, ehrlich zu sein. Ach man, ich Rentier. Es ist eher schlecht. Da soll anscheinend das Gebäude sein oder das Zimmer, wo sie einen Geist gesehen hat. Ob es auch das Zimmer von der kopflosen Frau ist? Stimmt, das Spiel mit Jimmy, wo auch im Hotel bist, das ist ja auch ähnlich, auch ein bisschen Hotel, ne? Aber das ist nicht verlassen, das ist auch aktiv. Aber lachen die auch mal so komisch dann. So the hotel over there, one of the oldest in the area, built about 150 years ago, actually maybe more, 160. So the story goes from online Japanese blogs is there was a man staying in one of those rooms, and just like you sort of see now, he got rooms that are sort of blacked out. And he said his wife was sleeping and he was just sitting by the window, having a cigarette, having a drink, just admiring the view of this cluster of hotels. And as he was looking over, he saw a light come on in one of these windows. And he said he thought they might have been doing like a photography session or something like that. And as he sat there drinking his whiskey, he keeps looking, and he said he thought he saw... Aber ich sehe eine Verbindung zwischen, er hat Whisky getrunken und er sieht plötzlich Geister. Also weiß er nicht, vielleicht hat er auch ein bisschen zu viel Alkohol drin gehabt. Or the figure of a... like a woman wearing a kimono, but without a head. He said he hopped into bed and sort of shut the curtains and he goes, oh, that was a bit weird. Sort of freaked out, not able to sleep. About 10 minutes later, he said he heard a massive bang on his window and he opened the curtain and apparently there was the headless woman wearing a kimono stuck to his window like a lizard. He just fucking shut the curtain. Der hat ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, hat ist dann eingepennt im Bett, hat dann geträumt und dachte, das wäre wahr, aber safe. Went back to sleep somehow. And then the next morning apparently there was fingerprints on the window where this woman was. Ja, die hat auch geschlafwandelt, keine Ahnung, ist selbst dagegen gerannt. Okay, yeah, let's see what we can find in this room. Da ist das Gebäude mit dem Geist. Klettern gerade durch ein Fenster. Ich bin gespannt. Ich höre hier meine Kopfhörer so knacken oder ob es der Soundeffekt ist, aber irgendwie ist es ganz geil. It's a locker room. Ey, das sind so geile Vibes da. Oh mein Gott. Wie geil. Temperaturmesser. -4. Oh, Minusgrade. Oder dann ist es doch, dann ist auf jeden Fall ein Geist in dem Raum. Oh, looks impressive. It's still stuff. It has stuff inside. Es sind immer noch. Wie geil. Sind immer noch Dinge drin, alles komplett verrostet. Was this the room where the door shut? No. It's either this one or that one. Oh, I think it was this one actually.
Es ist tatsächlich genau der Raum aus ihrem Video von vor 2 Jahren. Dann schauen wir mal, ob wir etwas finden werden. Bett. But this is definitely the room, because it was that cupboard door that opened. This door? Yeah. Uh-huh. With the pressure of air, like when you open a door, sometimes the door's gonna open like that, which isn't that freaky. Yeah. But when I walked in, it just went fucking bang, and shut, and then they both popped open. Was it that door? Yeah. This one? Yeah. Should we do some testing in here? Yeah, we can do some testing. The testing EMF doesn't say anything. Ah, EMF heißt das, stimmt. EMF-Gerät, das ist es richtig, ja, ja. Why doesn't it work? Because it worked in the room. It just says nothing, like zero. Hä? Warum funktioniert das gerade nicht? Das ist total komisch. Ein EMF-Gerät reagiert auf elektromagnetische Felder bzw. Strom oder geladene Gegenstände. Es wird gesagt, dass Geister diese ebenso ausstoßen. Das Komische ist aber, dass das Gerät gar nichts anzeigt. Das ist gerade sehr komisch, dass das nicht geht, bin ich ehrlich. Weil es hat immer funktioniert, es ist null, es war nie auf null, never. Dabei ist hier ein großes Akku, sollte eigentlich eher gehen. Im Hotel... Vielleicht einfach mal neue an- ausmachen? ...hat es immer funktioniert und jetzt gar nicht. Ob das jetzt mit den Geistern zusammenhängt, ich denke nicht. Komisch ist es aber trotzdem. Als nächstes versuchen wir die Geisterbox. Is there anybody in here who can speak English other than us? Just you, maybe? Just you? Just you, I think. Is Mike here with us? Mike's here? Did he say that? Mike, are you here? Yes. Yes. Ist halt schon ein bisschen witzig, ne? Ist schon ein bisschen witzig so. Hat schon einen geilen Vibe. Die App macht es schon ein bisschen spannender, weil da irgendwie was zurückkommt. Wenn du wirklich so eine Geisterbox hättest, so ein Walkie-Talkie, dann würdest du halt nur rauschen und so, ne? Aber es ist schon geil irgendwie. Ja. Yeah. Is that sound good? Sounds like Mike. Are you following us? Just for a bit or something? You said yes for a bit? Yes for a bit. Usually the whisper ones that are the ones that all the rest. Aber vor allem, am Ende funktioniert die App wirklich und da ist so ein Geist, der kann das wirklich dann so berühren oder sowas und reden wir den wirklich so, ne? Ich glaube, es ist zu 1000% halt nicht. Ich glaube, das ist halt alles mit der App so zufällig plan, ne? Aber man weiß halt, also nur die Entwickler wissen es halt, ne? Es ist just sort of like noise. He said shh. Yeah, he said he shushed us. It probably means there's someone watching us. Warnung. Einige Male gab die Geisterbox tatsächlich konkrete Antworten. Würde es aber definitiv nicht als Beweis sehen, da es auch einfach ein Zufall sein kann. Als nächstes ist die Infrarotkamera dran. Mit dieser sucht man nach kalten Stellen, welche Geister sein könnten. Es war aber nichts Auffälliges zu sehen. Nee, hier ist nichts. Zu schade. Als letztes noch das Bild. Can you turn off the lights? I want to try take a picture. Es wird oft gesagt, dass man Geister nur auf Fotos erkennen kann. Mike, I'm gonna take a picture. You can stand in front of it. I'm right here, you can stand in front of me. And 1, 2, 3. Na. Ist wie so eine Frau hinten dran ohne Kopf. Das wäre jetzt gruselig. Okay. Die Geisterfrau ist definitiv nicht hier. Aber wenn sie hier nicht ist, wo ist sie dann? Was wir schon wussten, ist, dass sie vom gesamten Hotelkomplex irgendwo im Erdgeschoss sein soll. Dort wurde sie oft gesichtet. Das zweite Hotel haben wir somit schon abgehakt. Es gibt dann noch einmal die Lobby vom ersten Hotel, da wo die andere Tür zuknallt und Benny das Flüstern hörte. And then I caught a voice too, which I couldn't work out. Something Japanese. Wir sind durch diese Lobby aber schon gelaufen und es war dort nicht besonders gruselig. Warum ist mitten in diesem Raum ein Reh? Außerdem weiß ich nicht, ob ich den Jungs noch glaube. Ja, Reh ist das Wort, das habe ich gesucht. Reh. kann. Was ist, wenn das auch nur ausgedacht ist? Und es gibt die Lobby vom dritten Hotel. Da waren wir noch gar nicht. Da die Sonne bald aufgeht, haben wir nicht genug Zeit, um beide Lobbys auszuchecken. Ich muss mich entscheiden. Vertraue ich ihnen ein zweites Mal? This is the stairs we went down to that room that had the big bang. Oder gehen wir ins dritte Hotel? Ins dritte würde ich gehen, ins dritte. Ich entschied mich für Letzteres. Genau.
dann gehen wir runter und gucken mal, ob hier die angeblichen Geister sind. Alles klar. Ich stehe mal vor, dass jetzt die am nächsten Morgen die Polizei gleich hingeht und die Tür noch zumacht. Und die kommen auch nicht mehr raus dann. Quatsch. Es wird einfach schon hell draußen, wir haben nichts erlebt. So ein Scheiß. Wen wollen die verarschen, die beiden? Wir sind hier mit irgendwelchen Leuten, die die ganze Zeit Bier saufen und glauben denen, dass die Geister gesehen haben. Geil. Hey, stimmt. Ähnlich wie die Whisky-Geschichte auch, ne? Zu viel Bier getrunken, irgendwas wahrgenommen, gefühlt und das war dann am Ende doch nicht so. Wenn man zu viel Alkohol drin hatte oder andere Drogen, ja, stimmt. The photo doesn't show anything, it's just black. Hier ist einfach gar nichts. Keine Geister hier. Alles eine Lüge. Wir kamen im dritten Hotel an, aber da war auch nichts Ungewöhnliches. Bis ich ein Geräusch hörte. In dem Moment dachte ich mir nichts dabei. Was ist ein Geräusch? Aber dann erinnerte ich. Was? 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 Hä? Wo ist da bitte schon ein Reh? Welches Reh hat so Augen und so? Hä? Das ist gar kein Sinn. Ein bisschen zu viel Bier getrunken, glaube ich jetzt schon. Na, so weit kommt's noch. Ich mich. Als ich anfangs über das Hotel recherchierte und mir Videos davon ansah, konnte ich öfter eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen erkennen. Etwas, was bei vielen Videos vorkam. Ein dumpfes Geräusch. Ich ging davon aus, dass es irgendein Geräusch von draußen sei und dachte mir nichts dabei. Als wir da standen, forschte ich über den Sound und es stellte sich heraus, dass es die Laute von einem Reh sind. In dieser Gegend haben noch nie Rehe gelebt. Ja, vielleicht jetzt neu hingezogen, neu hingewandert. Oder halt, weil ein Reh auch da drin stand, ausgestopft, dass vielleicht noch so eine alte Soundanlage noch läuft, die noch an Strom angeschlossen ist, wo so Soundeffekte geben, so Naturgeräusche für die Hotelkunden. Das Geräusch muss von drinnen kommen. Das Reh? In der Lobby im Erdgeschoss vom ersten Hotel. Genau in dem Raum, welchen die Jungs meinten. You know where the deer is? And there was a huge bang from like a big metal door. And you said you heard something? Yeah, I got a video of someone following me. I could hear it's Japanese, but I couldn't quite make it out. Somebody actually said something. Die Jungs haben doch nicht gelogen? Where we got in? Is that far? Wir liefen direkt zurück. Zurück? Nur wegen dem Rehgeräusch? Och, Jungs, kommt schon. Nee. Na. Ich habe etwas weiter über die Gegend recherchiert und stieß auf was erstaunlich Interessantes. Es wird gesagt, dass der Ort Kinokawa so verflucht ist wegen den vielen Yokai, die hier leben. Yokai sind Figuren aus dem japanischen Volksglauben und mit Dämonen vergleichbar. Einige besitzen teils tierische und teils menschliche Züge, zum Beispiel Kappa und Tengu. Yokai besitzen übernatürliche Kräfte, sodass Begegnungen mit ihnen gefährlich sind. Oh, am Ende kommt da wirklich so ein Reh-Mensch. So ein Menschkopf. Das dritte Hotel vom Komplex heißt sogar Kappa Hotel, welches ein Yokai ist. Es heißt, dass er Menschen, die ertrinken, herunterzieht. Im dritten Hotel standen überall Figuren von... Ey, da sind die Menschen doch eh schon am Ertrinken und dann zieht die noch weiter runter. Ist auch komplett dumm. Ehrenlos einfach. Von einem Yokai. Das ist Kappa. Das ist ein Japanese Folklore. Mhm, geile Statue aber. Und jetzt kommt das Verrückteste. In Japan wird von einigen Tieren angenommen, dass diese magische Kräfte besäßen. Viele Tiere sind Gestaltwandler, die Menschen, meistens Frauen, imitieren. Wenn das alles stimmt, dann ist es das Reh. Das Reh ist die Geisterfrau? Ja. Oh, das ist Mitch die ganze Zeit gewesen, der hier neue Opfer reinlockt. Plot Twist. Ich glaube immer noch nicht daran, dass wir dort einen Geist finden werden, aber das mit dem Yokai, welche wie Tiere aussehen und sich in Frauen verwandeln, und das Reh, welches mitten im Raum steht, wo die Frau gesehen wurde, ist schon interessant. Letztendlich kamen wir bei dem Reh an. Da es aber schon sehr spät war, mussten wir das Hotel ohne viel Zeit zu verlieren wieder verlassen. Sonst werden wir von Passanten, die auf dem Weg zur Arbeit sind, gesehen. Ja.
Wir kommen morgen wieder und dann bringen wir es zu Ende. Wollen die das Reh umbringen oder was, den Rehgeist? Was wollen die zu Ende bringen jetzt? Wir müssen den Geist zurück in die Geisterwelt bannen. Bringt Salz mit. Because there was like four of us, the activity of ghosts was less. But maybe when you two go in by yourself, you might see something. Because last time we were there just together, and we saw a bomb. Nice. Der Plan ist simpel. Mein Kumpel und ich gehen alleine ins Hotel, laufen direkt zum Raum, wo das Reh ist. Dieser ist nicht weit vom Eingang entfernt, achten auf merkwürdige Aktivitäten, zum Beispiel schließende Türen oder Flüstern, benutzen... Ja, ist ja auch ähnlich wie bei Phasmophobia, ne? Wenn, manchmal gibt es nur Geister, die werden nur bei einer Person aktiviert und manche nur bei Gruppen. ...nutzen die Geistergeräte und hauen wieder ab. Wenn es wirklich in dem Hotel spukt, dann werden wir es heute Nacht erfahren. Ja, das erleben wir auch jetzt gleich. Um mit den Jungs in Kontakt zu bleiben, installierten wir Walkie-Talkie-Apps. Hola, amigo. Hola, amigo. Hoffen wir mal, dass wir heute Geister finden. We're at the headquarters. Let's go. Heute zweiter Versuch. Wir gehen jetzt mal zu zweit rein, weil die zwei meinten, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Geister irgendwelche Aktivitäten von sich abgeben, wenn man nicht mit so vielen ist. Die bringen uns jetzt hin. Wir steigen aus, rennen rein, die fahren weiter. Da haben sie easy aus der Misere rausgekarrt. Ich meine, hätte auch nicht genau mit einem von den anderen beiden hingehen können, weil die sich, wie gesagt, da besser auskennen. Aber die sagen immer ständig so, ja, ich geht alleine rein, wir kommen danach so. Oder lass, mach ich mal. Na, ja, ja. You ready? You're ready. Let's go. Good luck. Goodbye, my friend. Thank you so much. Good luck. Thank you. See you soon. Wir müssen schnell rüber. Schnell. Goodbye. Okay, let's go. Da ist die Tür. Sollen wir wieder rein? Ja, ja. Jetzt sind wir nur zu zweit, ne? Junge, das ist viel... Das ist viel schlimmer. Okay, let's Eigentlich go. Eigentlich habe ich jetzt viel mehr Angst. Ich habe viel mehr Schiss, ich auch. Wir sind wieder da. Schon geil irgendwie. Als ich das Gebäude betrat, fühlte ich mich wesentlich unwohler als die Nacht davor. Ich meine, gestern waren wir noch mit Benny und Mitch und heute sind wir auf uns allein gestellt in diesem riesigen Komplex. Die Lobby mit dem Yokai ist nicht weit von hier. Wir müssen nur den Gang entlang, zwei Etagen hoch und dann nach rechts gehen. Das ist ein echtes Licht hier aus. Oh, 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 oh. Aufmerksam hier mit der Taschenlampe. Und da, in der Ferne, stand es. Das Reh. Am Ende steht es dann woanders plötzlich, das wär's auch jetzt. Doch nicht so nah, ne? Gleich bewegt er sich. Boah, jetzt den Kopf so. Jetzt geht's den Kopf so um so. Ah. Echter. Ist der echt? Das ist ein echter gewesen. Ja, ausgestopft, ja. Gucken, ob es Geister gibt. So creepy. Okay, also wir haben Licht. Ich meine, wir haben Temperatur. Minus 1. Geist. EMF. Ja, nur wieder, ja. EMF ist auch nichts. Okay, nochmal Wärmekamera. Nee, hier ist auch nichts. Jetzt so din. Okay, dann lass mal jetzt das letzte machen und mit denen reden.
Jetzt wird's creepy. Ist das eine Wärmebildkamera? Im Handy-App gibt's das? Hier, mach du, Digga. Is someone in this room beside me and my friend Elias? That's you. That's you? Is it okay for us to be here? No. Should we go? That's you. Ja, nee, die App ist Bullshit, Alter. Ja, echt so. Die App ist wirklich dumm. Gut, dass er kennt noch. Ist auch random. Da wird einfach immer was wiederholt. Man kann nicht mit Geistern kommunizieren. Wir können es ja mal ohne machen. Ich mach Japanisch jetzt. Ich übersetze jetzt. If there is someone in this room, please give us a sign. Noch einmal. Achtung. Hast du das gehört? Hast du dieses Dock gehört? Hast du das nicht? Nein. Ein letztes Mal. Nee. Nix. Dann haben wir es geschafft. Ja, durchs Laufen. Irgendwie durchs Laufen treten die irgendwo drauf und da ist ein Holz, was biegt und dann knock. Also das ist kein Geist. Dreimal. Insgesamt kam dreimal derselbe Sound. Ein dumpfes Klopfgeräusch. Einmal, nachdem ich auf Japanisch fragte, ob hier jemand ist. Da haben wir es nicht gehört. Dann, während ich zum zweiten Mal fragte, ob hier jemand ist. Hast du das gehört? Hast du dieses Dock gehört? Und ein drittes Mal, als wir gehen wollten. Dann haben wir es geschafft. Als hätte etwas wirklich versucht, mit uns zu kommunizieren. Nee. Normalerweise würde ich sagen, das ist nur irgendein Geräusch vom alten Hotel. Ja. Aber jetzt passt auf. Dieses okay. Klopfgeräusch kam kein einziges Mal vor, als ich vorher im Raum die Geräte ausprobierte. Nicht einmal in den gesamten 10 Minuten. Aber als ich auf Japanisch fragte, ob hier jemand im Raum ist, kam es. Jetzt könnte man sagen, dass es nur Zufall war und dieses Klopfen generell öfter im Hotel vorkam. Ja. In der ersten Nacht waren wir 8 Stunden im Hotel und in der zweiten Nacht 4 Stunden. Aber die waren ja nicht 8 Stunden lang in diesem einen Raum. Kann mir echt nicht vorstellen. Ich habe mir die gesamte Footage nochmal angeschaut. 12 Stunden insgesamt und dieses Klopfgeräusch kommt kein weiteres Mal vor. Okay, Leute, es gibt Geister. Ich glaube. Es ist geproved jetzt. Es war ein Geist. Nee, es war ein Zufall. Ich glaube es jedenfalls. Aber immer noch nicht, dass es hier im Hotel spukt. Für mich ist das einfach kein ausschlaggebender Beweis. Aber wenn da kein Geist war, was ist dann mit den paranormalen Ereignissen, die Benny und Mitch erlebten? Schritte, Flüstern und 2 Türen, die zuknallten. Nichts davon kam in den 2 Nächten auch nur ansatzweise vor. Nix! Und was ist mit dieser Portal-App, von der sie behaupten, dass sie definitiv funktioniert, weil sie damit mit einem Geist gesprochen haben? And we started talking to this guy that said his name was Mike. Die App hat nicht im geringsten funktioniert. Ich habe mal nachgeschaut und sie hat eine 2,7-Sterne-Bewertung. Es wiederholt ständig nur dieselben Phrasen. Is there anybody in here who can speak English other than us? That's you. Damit kann man nicht mit einem Geist über den Vietnamkrieg gesprochen haben. And he was talking about Vietnam and being injured and all kinds of crazy shit. Haben die Jungs mich wirklich die ganze Zeit verarscht? Die hatten dann locker halt, wie gesagt, ein bisschen zu viel Bier getrunken und haben sich da Sachen halt eingebildet. Ich sag's so. Die Antwort darauf werden wir gleich erfahren, wenn wir im Hotel zurückkehren. Dann bleibt aber immer noch die Frage, wie es sein kann, dass Leute von gegenüber eine Frau im Hotel sehen.
Auch wenn das Hotel abgesperrt wurde, ist es nicht unbedingt schwer hineinzugelangen. Mhm. Es könnte sein, dass eine obdachlose Dame hier wohnt oder Abenteurer, die nachts das Hotel erkunden, von gegenüber gesehen werden. Auch gibt es viele schöne Kimonos im Hotel, welche man anziehen könnte. Ich war unbewusst einer davon. Ja. Jetzt fehlt nur noch der... Und so schließt sich der Kreis. Er stellt sich ans Fenster, jemand sieht ihn ohne Kopf, weil die Spiegelung nicht funktioniert, dann geht das Gericht weiter. Klärung von Mitch und Benny. Haben sie wirklich gelogen? Geprankt. Hello. Hey, we're back. Welcome back. We got a lot of liquid over there. Welcome back. Welcome back. How did you go? Oh, yeah. What did you see? Tell us the story. Tell us everything. Die beiden haben uns nicht angelogen. Alle paranormalen Ereignisse, welche sie erlebten, lassen sich ganz einfach erklären. Nämlich mit Alkohol. Ja. Jedes Mal, wenn sie verlassen... Ja! Habe ich auch gesagt. So offensichtlich. ...eine Orte erkunden, trinken sie Bier. Auch vor 2 Jahren in diesem Hotel. Und wenn man 1, 2, 3, 4 Biere trinkt, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass man anfängt, seltsame Dinge zu sehen oder in der nächsten Sekunde mit einem Geist über den Vietnamkrieg spricht. Bin ich enttäuscht, dass dieses Hotel zu nichts führte? Nein. Es spielt keine Rolle, ob Geister existieren oder nicht. Was für mich zählt, ist, dass ich 2 neue Freunde kennenlernen durfte, mit denen ich eine tolle Zeit habe. Ja, ist geil. Say something in Japanese? Da kannst du ja den Kindern von erzählen, dass du in diesem verfluchten Hotel warst. Das ist ein geiles Erlebnis. Ist voll nice. Ich würde es auch machen. Durchstellung. Durchstellung? Durchstellung. Cheers. It's time for me to drink this. Halal, definitely. Hundo this. Look, look. Ja, ist doch geil. Da steht sie noch und lacht. Abonniert. Das? Ja, geil. Geiles Ding. Wirklich sehr, sehr geiles Video. Durchgehend unterhalten. Und wirklich nicht nur noch, ist einer der wenigen, die schaffen, es eine 3-Viertelstunde Video zu machen, die durchgehend spannend unterhaltsam sind. Wirklich, ich feiere das abgrundtief hart. Props gehen raus.